Ja, hallo Messerfreunde. In diesem Video möchte ich euch gerne das Custom Knife Factory Vecture genauer vorstellen. Willkommen beim New Edge Outlaw. Jo, das ist ein Messer, das unerwartet zu mir gekommen ist. Eins von einigen jetzt in der letzten Zeit. Ich hatte eigentlich schon ein Best of 2018 Video geplant mit meinem Messer 2018. Ja, und dann kommt doch mehr oder weniger unerwartet dann noch einiges Neues dazu. Und das Messer hier gehört mit dazu, das CKF, das Custom Knife Factory Modell Vecture, beziehungsweise das Modell Belga. Es handelt sich um eine neue Interpretation von Anton Malyshev, der ist einer der Messerdesigner, der für Custom Knife Factory arbeitet. Dieses Messer ist also ein Taschenmesser, ja, ursprünglich konzipiert worden, das in Russland sehr bekannt ist, das von Jugendlichen, von ja, Heranwachsenden, wie auch von Älteren und ja, Erwachsenen für alle möglichen Sachen hergenommen wird. Und das Modell heißt dort, das ursprüngliche Modell heißt Belka, das heißt Eichhörnchen, und hier ist, wie auch auf dem Original von damals, so sage ich jetzt mal, dass es aber auch heute wohl noch zu kaufen gibt, ist hier ein stilistisches Eichhörnchen eingefräst in diese G10-Beschalung. Wir haben hier also einen Titan Frame Lock Folder mit diesen G10 Overlay, ja, Schalen. Das gibt es in diesem Blau, das gibt es in einem Grün und in Carbon, in Echtcarbon, jeweils wie gesagt mit diesem stilistischen Eichhörnchen eingebracht. Ich würde sagen, dass es ein Frame Lock Folder ist. Ich denke, da geben mir auch viele recht. CKF nennt das aber Liner Lock. Allerdings, wie gesagt, aus meiner Sicht ist das ein Frame Lock, wie hier zu sehen, mit Steel Insert. Der Over-Travel Guard bietet halt diese Griffschale. Das heißt, ein Überdehnen ist dadurch auch nicht möglich. Ja, einfach gehalten. Hier mit Schlitzschrauben beidseitig. Dann haben wir hier Torx-Schrauben in diese G10-Beschalung eingebracht. Und erst darunter sind die tatsächlichen Befestigungsschrauben, um das Messer zu zerlegen. Das Messer ist mit Taschen, mit Ausfräsungen versehen, um das Gewicht gering zu halten. Hier zu sehen. Hier noch eine Ausnehmung für den Daumen, um das Messer gut und einfach entriegeln zu können. Das funktioniert auch sehr gut. Der Frame Lock hat eine gute Vorspannung, lässt sich aber auch sehr gutmütig entriegeln, sodass hier dieses Jimping dafür auch schon ausreicht. Ja, und es sorgt natürlich auch für einen stabilen Lock, ohne dann zu klemmen. Des Weiteren haben wir einen Backspacer mit, ja, mit so einer Art Jimping, die aber mehr dem Design dient. Also hier haben wir dadurch keine Griffigkeitsvorteile. Dann haben wir hier in diesen Backspacer eingelassen dieses Lanyard-Hole, und auch die Griffschalen sind seitlich noch etwas ausgefräst, um dann also hier das Lanyard gut einführen zu können. Wir haben einen Titan Pocket Clip mit einer sehr gutmütigen Vorspannung. Also es hält schon vernünftig, lässt sich aber auch gut abheben, um dann also das Messer an den Hosentaschensaum, an den Hosentaschenbund anzuklippen. Es ist ein Deep Carry Clip, der umsetzbar ist. Allerdings ist leider der Schlüssel nicht mit dabei. Das bliebe zu bemängeln. Man könnte das mit einer Zange oder mit irgendwelchen Werkzeugen sicherlich aufmachen. Es gibt sicherlich auch irgendwo diesen passenden Schlüssel. Das ist einfach nur ja, wie so eine Bohrung mit einem so einen kleinen oder zwei kleinen Pins drin, die dann hier reingreifen, um diese Schraube dann entsprechend zu lösen. Leider, wie gesagt, nicht mit in dem beiliegenden Material, was man da also alles so mitbekommt. Nicht nur bei Custom Knife Factory, auch bei Riyadh hat man da ja häufig noch einiges mit dabei. Die Pouch ist noch die gute alte von Custom Knife Factory. Mittlerweile haben die nicht mehr die russische Fahne in der Pouch drin. Das haben die etwas abgeändert. Ich finde die sehr, sehr gut. Mir gefällt die richtig gut. Mit dabei ist ein Ersatzclip.
Dann haben wir eine ganze Klingenachse hier mit den beiden Schlitzschrauben auch nochmal als Ersatzteil. Wir haben die verbauten mehrreihigen Kugellager mit den Anlaufscheiben, die titanseitig montiert sind, damit also die Kugellager nicht in das Titan einlaufen. Wir haben einen kompletten Steel-Insert mit Detent dabei, Anschlagpins und Schrauben. Also da lassen sie sich nicht lumpen, die geben immer viel, viel mit. Custom Knife Factory Sticker, die CKF, noch die gute alte Plastikkarte, Designer Malichev M390 Klingenstahl, Titan und G10, das Vexa Knife, die Seriennummer ist die 288, vermutlich von ungefähr 300, die von diesem Vexa gemacht haben, vermutlich mit blauem oder vielleicht auch von allen, das weiß ich nicht ganz genau, mit dem blauen G10, grünen G10, Carbon. Also die lassen sich da nicht immer in die Karten schauen, auf was für eine Auflage, mit wie vielen da die Messer aufgelegt werden. Fakt ist, dass das Vexa Knife aber relativ beliebt war, dass es nachdem die Modelle ausgelaufen waren und nicht mehr über die Shops erhältlich waren, gab es dann natürlich noch ein paar Jungs, die sich das nochmal überlegt haben und gesagt, okay, komm, das Ding brauche ich doch nicht, dann sind sie verkauft worden. Mittlerweile sind sie so ziemlich weg, also ich habe jetzt längere Zeit keins mehr auf dem zweiten Markt gesehen, von dem ich das Messer auch bekommen habe und kaufen konnte. Die sind sehr beliebt gewesen und in solchen Fällen kann es schon mal vorkommen, dass Custom Knife Factory dann also nochmal eine zweite und eine dritte, vielleicht auch nochmal eine vierte Auflage macht, wie beim Morph-Modell zum Beispiel. Da gibt es mittlerweile das Morph 5, aber auch das ist schon wieder vergriffen und ab- und ausverkauft und aus der Produktion rausgenommen. Auch da wird es schon schwierig. Also es gibt ein neues Modell, Vexa, das jetzt Makrusha heißt oder auch Vexa 2. Das Modell ist von der Form, so wie ich das gesehen habe, gleich und identisch. Allerdings haben wir dann hier keine G10-Beschallung mehr, sondern Carbon Fiber Einlagen. Und das ist kein Eichhörnchen mehr oder anders gezeichnet. Es sieht eher nach einem Fuchs aus. Es ist auch schon hier und da als Fuchs bezeichnet worden. Es sieht auf jeden Fall anders aus und somit bekommen dann halt auch aus meiner Sicht diese G10-Griffbeschalen eine gute Bedeutung, da es diese Beschalung dann also entsprechend nur bei diesem Vexa 1 gab und es das nicht mehr bei dem neuen Modell gibt. Ja, ansonsten, da sind wir noch nicht drauf gekommen. Natürlich das Wichtigste, wir haben eine Klinge aus dem pulvermetallurgischen Böhler M390 Klingenstahl. Die Klinge ist flach geschliffen, wir haben eine Clippoint-Klinge mit einem weit runtergezogenen Bauch, der also ziehende Schnitte auch sehr begünstigt. Die Klinge ist sehr, sehr scharf abwerk abgezogen und aus meiner Sicht, also wenn einer den M390 richtig gut im Griff hat, dann ist es aus meiner Sicht Custom Knife Factory, ja, und deren Produzent. Die Dinger musste ich nie nachschleifen. Mein Lieblingsslicer, das Custom Knife Factory Baugi, hat mich nie enttäuscht. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht mal übers Leder oder übers Jeansbrett gezogen. Das Ding ist immer noch granatenscharf. Wenn ich einen guten, präzisen Schnitt brauche, bei dem ich weiß, der Schnitt, der geht durch, der Schnitt, der sitzt, dann ist das Baugi auf jeden Fall das Richtige. Obwohl es noch nicht mal derart fein hinter der Schneidphase ausläuft. Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht 0,55 oder sowas wird das ungefähr sein. Ich müsste selber nochmal nachschauen, mache ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ein unglaublicher Slicer mit einem unglaublich scharfen M390, der die Schärfe fantastisch hält. Perfekt, und auch das Vexa, das reiht sich da ein, auf jeden Fall als ein tolles Schneidwerkzeug. Die Handlage ist hier und da bemängelt worden, aufgrund dieser etwas merkwürdigen Form und dieser Ausnehmung hier hinten. Man könnte eventuell Mittel- und Ringfinger hier reinlegen. Wenn man große Hände hat, dann kommt man damit vielleicht noch so hin. Es ist aber ein bisschen ungewöhnlich. Ich lege den Ringfinger und den Kleinfinger hier rein und dann ist hier vorne einfach noch genug Platz für Zeige- und Mittelfinger. Und so habe ich eine ganz gute Handlage, auch im Hammergriff wirklich sehr gut, sodass man also auch was schnitzen könnte. Ich denke, das wird das Messer auch noch verpacken. Auch mit dem mehrreihigen Kugellager sind wir auf einer relativ breiten Fläche dann anliegend. Und natürlich dieses mehrreihige Kugellager sorgt natürlich auch für einen sehr, sehr weichen Klingenlauf. Wir haben
Eine, wie gesagt, eine flach geschliffene M390-Klinge, beidseitig mit Nagelhau versehen, was dieses Messer natürlich dann theoretisch zu einem 42A-konformen Messer macht. Der Detent packt sehr gut und saugt die Klinge auch sehr gut rein. Ja, es ist natürlich aber auch durch diesen Doppelnagelhau, aber auch natürlich dann durch die Kugellage auch überhaupt gar kein Problem, das Messer einhändig zu öffnen. Wenn man dann einmal über den Detent drüber ist, dann bleibt natürlich wieder die Sache bei. Im Fall der Fälle bei den Gerichten hängen, was ist es denn jetzt eigentlich? Ein Einhandfolder, die äußeren Merkmale sind natürlich gegeben, aber also ein Zweihandfolder, aber lässt sich das Messer halt auch mit einer Hand ganz einfach öffnen. Schwer. Wir haben eine Clip-Point-Klinge, wie schon gesagt, mit einer Swatch, die relativ weit nach hinten gezogen ist. Eine penetrierfreudige Klinge, die aber ja, noch genügend Material aufbietet. Sie ist fein auslaufend hier am Ende. Also allzu viel hebeln würde ich da ehrlich gesagt nicht unbedingt mit, aber ich denke, das ist jetzt auch nicht unbedingt so eine Popel- und Prockelklinge. Da kann man mal irgendwo mit reinstechen und dann den Schnitt setzen, jetzt irgendwelche Verpackungen oder sonst was. Ansonsten auch für Möhre und Apfel und solche Sachen eignet sich die Klinge, die mit 0,45 mm in etwa hinter der Klinge ausläuft, bei einer Anfangsstärke von 3,65 mm. Ja, das Einzige, was mir jetzt so einfällt, wo ich einen Mangel aussprechen müsste, wäre dieses Jimping. Ihr wisst, ich mag ein Jimping durchaus. Wenn es schon keine Traktion bietet, dann stehe ich da aber auch schon sehr drauf, wenn es dann wenigstens Rückmeldung bietet. Hier ist von beidem eigentlich nichts. Also wenn man dann nicht wirklich auf den Daumen achtet und aktiv fühlt, was da drunter gerade passiert, dann wirst du das so in der Arbeit, im Schneiden gar nicht groß mitbekommen. Wobei die Handlage eigentlich relativ sicher ist aus meiner Sicht, weil wir hier hinten dann eben diese Vertiefung haben und aus der dann im Griff rauszurutschen, da bedarf es dann auch schon einigem. Aber wie gesagt, das Jimping ist ziemlich ineffektiv, da ist das hier unten an dem Steel-Insert da schon deutlich, deutlich besser und gibt etwas mehr Grip, was aber auch nicht ein wirklicher Fingerguard ist. Also da darf man sich auch nicht drüber hinwegtäuschen. Das ist halt als Taschenmesser konzipiert und das ist ein sehr gutes Taschenmesser, das aber auch mit einer relativ gewaltigen Größe für so ein Taschenmesser daherkommt. Wir haben nämlich eine scharfe Klinge von etwa 9,1 Zentimeter und bis zum Titan sind wir ungefähr bei 9,5 Zentimetern bei einer Gesamtlänge von 21,4 Zentimeter mit dieser Schraube hinten dran. Dann haben wir noch ein Gewicht. Ist zu sehen, ja. Ja, mit den mehrreihigen Kugellagern, wie gesagt, fällt die Klinge auch sehr schön. 134 Gramm, 132 Gramm, wenn ich das Lanyard und den Titanbeat etwas anhebe, also um die 130 Gramm, das passt. Wenn man das Messer nur aus Bildern und aus Videos kennt und von der Größe her, dann hätte man wahrscheinlich irgendwie so die Vermutung, dass das dann doch ein bisschen mehr wiegt. Im ersten Augenblick habe ich es dann in der Hand gehalten und dachte, boah, ist aber leicht, ne? Das wiegt ja nicht viel. Was natürlich überhaupt nicht schlimm ist, wenn man das Messer auch benutzend an der Hosentasche trägt. Es ist nicht zu breit, es ist nicht zu schwer. Dafür mit einer sehr tauglichen, schneidfreudigen Klinge, also ein tolles Messer. Wer an diesem Messer generell interessiert ist, der muss es, soweit ich weiß, in Russland kaufen. Da gibt es dieses Makosha-Modell zu kaufen. Wie gesagt, hier mit einer etwas anderen Zeichnung. Die G10-Beschalung gibt es nicht mehr. Ansonsten ist das erstmal so ziemlich gleich geblieben. Oder mit ein bisschen Glück kann man dann halt auch vielleicht nochmal auf dem zweiten Markt mal wieder an sowas drankommen. Ein schönes Messer, gefällt mir sehr gut, das zumindest nominell erstmal ein Zweihandmesser ist, das eigentlich keine Einhandöffnung bereithält. Aber wie gesagt, allzu sehr verlassen würde ich mich da vielleicht auch nicht drauf. Das ist halt das Schwierige bei uns. Jo. So viel zum Vecsha, der Custom Knife Factory aus Russland.
Ja gut, aus Russland ist es klar. Ganz kurz noch, ich habe diese Messer ja immer als russisch deklariert, aber naja gut, man weiß ja, dass sie halt über China produzieren generell und dann in Russland ihre Messer montieren und finishen. Es sind also sozusagen Mid-Tech-Messer, das sagt die Custom Knife Factory von sich selber auch. Dann gibt es wieder einige, die sagen, okay, das ist ja, sind ja China-Messer. Für mich ist das aber dann schon auch vom russischen Hersteller, weil die halt ihre Klingen auch selber noch satinieren und das Fit und Finish dafür sorgen die auch selber. Und von daher, nur mal kurz, um da nochmal drauf einzugehen, für mich sind das dann also auch entsprechend russische Messer aus chinesischer Fertigung. Oder Teilfertigung, sagen wir es so. Gut, also. So viel zum Wegscher. Ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen und ihr schaut auch weiterhin mal wieder vorbei auf meinem Kanal. Bis dahin, ich wünsche euch frohe Festtage. Es ist der vierte Advent heute. Morgen ist es soweit und ja, lasst euch beschenken, habt Freude und Spaß an Weihnachten und ja, bis dahin, vielen Dank fürs Reinseppen, bleibt gesund. Tschüss.